In unserer Reihe How to E-Bike geht es jetzt um Riemen versus Kette. Wir wollen uns einfach mal anschauen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Unser E-Bike-Experte Armin, du hast einen E-Bike-Shop hier in München, E-Bike Concept. Wir haben jetzt hier zwei Bikes, einmal mit Riemen, einmal mit Kette. Was ist denn jetzt besser? Sehr gute Frage, Stefan. Tatsächlich, die Antwort kann man so einfach nicht geben. Es liegt sehr, wie bei den Motoren tatsächlich, am Anwendungsbereich. Die Ketten sind tatsächlich die handelsüblicheren Antriebsstränge. Das ist auch das, was am ehesten verbaut ist bei den meisten Fahrrädern. Der Riemen hingegen hat einen Riesenvorteil, was die Wartung und die Langlebigkeit betrifft. Vor allem bei Cargorädern wie dem jetzt hier vor mir stehenden oder für Trekkingräder, die zum Beispiel, um in die Arbeit zu fahren, zuverlässige Fahrräder, wo man nicht eben mal schnell noch die Kette ölen muss. Das alles braucht man beim Riemen nicht und da ist das genau die richtige Wahl. Was heißt denn langlebig? Also ich habe mal gehört, ein E-Bike-Kette hält so 2.000 bis 5.000 Kilometer. Richtig. Wie sieht es dann beim Riemen aus? De facto ist ein Riemen deutlich langlebiger als eine Kette. Man spricht von der ungefähr dreimal längeren Haltbarkeit als bei einer Kette. Da ist es dann laut deiner Rechnung 2.000 bis 6.000 Kilometer. Da hat man dann entweder 6.000 bis 18.000 Kilometer Reichweite mit einem Riemen. Das ist der große Vorteil. Dementsprechend muss man den nicht so häufig wechseln wie eine Kette. Mhm. Der Nachteil ist jedoch, der Riemen ist teurer als die Kette. Woran erkenne ich denn Verschleiß bei einer Kette oder bei einem Riemen, bevor ich zu einer Werkstatt gehe? Magst du mir das mal zeigen? Gerne. Es ist relativ simpel bei einer Kettenschaltung. Und zwar, die Kettenspannung ist entscheidend für den Verschleiß der Kette oder nicht. Man merkt das am ehesten, wenn man einfach kurz diesen Belastungstest hier mit seinen Fingern macht, wenn man merkt, dass die Kette relativ stark durchhängt. Also jetzt hier wie jetzt hier, hier ist eine gewisse Spannung drauf, aber wenn die jetzt durchhängen würde, wäre das schon mal ein erstes Anzeichen dafür, sich die Kette nochmal genauer anzuschauen. Dafür gibt es eine Kettenmesslehre, die kann man im Internet bestellen, kostet wenig Geld und damit kann man dann wirklich ausschließen, ist die Kette noch fahrbar oder müsste man sie tauschen. Und bei einem Riemen, geht es da auch um Spannung oder um was anderes? Definitiv. Beim Riemen ist entscheidend die Spannung. Fahrräder mit einem Riemen haben einen grundsätzlich anderen Aufbau. Das bedeutet auch, dass die Fahrräder ein bisschen teurer sind, weil einfach der Riemen eingespannt werden muss. Das muss man eben auch bedenken beim Tausch des Riemens. Der muss auch einmal, das Hinterrad muss einmal rausgebaut werden, der Riemen muss ausgebaut werden. Und da ist tatsächlich die Spannung entscheidend. Dafür gibt es Apps im App Store, sowohl für Android als auch für iOS. Kann man sich da eine App runterladen und das kennt man vielleicht, wer eine Gitarre schon mal gestimmt hat. Ähnlich funktioniert diese App auch. Man hält die hier hin und macht einmal einen Ton mit diesem Riemen hier. Und anhand dieses Tons kann man dann eben entscheiden oder sagt die App einem, der gehört mal nachgespannt oder ist verschlissen und gehört getauscht. Super, danke dir Armin. Ja, so viel zum Thema Riemen versus Kette. Wenn ihr euch für andere E-Bike-Themen interessiert, dann schaut gerne mal hier.